Hallo und herzlich willkommen. Negationswörter. Eine Aussage kann man bejahen oder verneinen. Dazu brauchen wir Negationswörter. Fangen wir mit dem Nicht an. Nicht ist Negation des einen ganzen Satzes oder eines Satzteiles. Zuerst am Ende des Satzes positioniert. Zum Beispiel: Gestern enttäuschte die Musiker das Publikum nicht. Aber wenn wir haben ein Verb am Ende des Satzes, zum Beispiel trennbare Verben, Infinitiven oder Perfekt und so weiter, dann muss nicht vorgestellt sein. So, zweite, vor dem zweiten Teil des Verbes. Zum Beispiel: Gestern haben die Musiker das Publikum nicht enttäuscht. Nicht können wir positionieren in einem Satz auch vor dem Akkusativobjekt, das mit dem Verb eine Einheit bildet. Zum Beispiel: Die Sängerin spielt nicht Klavier. Vierte Situation: Vor einer Präposition gestellt. Sie erinnert sich nicht an den Namen der Band. Wäre die Präposition auf Position 1, wird nicht vorgestellt, sondern am Ende des Satzes. Fünfte Möglichkeit, wo wir nicht in einem Satz positionieren können, ist vor Adjektiv oder Adverb. Zum Beispiel: Die Sängerin spielt nicht gut Klavier. Oder wir können 6 nicht vor den lokalen Angaben stellen. Ich war gestern nicht auf dem Konzert. Was passiert, wenn wir mit dem Nicht nur einen Satzteil negieren möchten? Zum Beispiel: Subjekt wird negiert. Erste Situation: Nicht die Musiker, Subjekt, enttäuschten gestern das Publikum, sondern Sängerin. Oder im zweiten Fall: Verb wird negiert. Die Musiker haben gestern das Publikum nicht enttäuscht, sondern begeistert. Oder temporale Angabe wird negiert. Ich habe nicht das Konzert von heute gemeint, sondern das von gestern. Akkusativobjekt wird negiert. Die Musiker enttäuschten gestern nicht das Publikum, sondern die Veranstalter. Noch 3 Negationswörter mit nicht. Noch nicht. Ich war schon oft Skifahren, jedoch habe ich noch nicht Snowboarden probiert. 2. Nicht mehr. Ich fahre nicht mehr alleine. Und das dritte ist nichts. Umgangssprachlich können wir sehr oft hören: nix. Man bezahlt dafür viel. Man bezahlt dafür nichts. Also kein ist Negation des unbestimmten Artikels und des Nomens ohne Artikel. In dem Fall, es muss dekliniert sein. Zum Beispiel: Ich habe keine Zeit. Noch 2 Varianten mit kein. Kein Punkt 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 mehr. Ich habe noch ein bisschen Geld. Ich habe kein Geld mehr. Zweite Variante: noch kein. Ich habe schon einen Pullover gekauft. Ich habe noch keinen Pullover gekauft. Niemand oder keiner. Jeder kann kreatives Schreiben studieren. Niemand oder keiner kann kreatives Schreiben studieren. Ich lege dir noch ein paar Negationswörter dar. Niemand. Zum Beispiel: Ich kenne jemanden, das Gegenteil von jemanden, niemanden, aus Österreich. Zweite: Nirgends oder nirgendwo. Diese Marke findet man überall. Das stimmt nicht. Sie findet man nirgends oder nirgendwo. Das dritte Wort: Nirgendwohin. Während der Pandemie darf man nirgendwohin reisen. Das vierte Wort: nie oder niemals. Ich könnte nie oder niemals verstehen, warum die Menschen keinen Sport treiben. Das fünfte Negationswort: noch nie. Diese Kosmetik habe ich noch nie probiert. 6. Ohne. Ohne Führerschein darf man nicht fahren. Wenn du dieses Video hilfreich findest und jetzt alle über die Negationswörter verstehen hast, bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben, dieses Video weiter teilen und bis nächstes Mal.